Echte Armbrust ist so weiß. Ich kann nicht. Toll, ich sammle hier schon wieder Steine, ne? Oh, Moment, da ist noch ein Ring. Plus 1 zu Max-Schaden, müsst ihr den haben. Den nehme ich gerne, ja. So. Was ist denn das da? Ach, den habe ich rausgeworfen. Ja, Schott. Hui, hui. Hallo. Oh. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn meine Trefferchance? 95% bei schlechter. Na toll. Und ich schlag trotzdem daneben. Skill, Baby, Skill. Lässt du die Hälfte liegen? Oh, lockerter Felsblock. 13 Gold. Was? Da habe ich noch eine höhere Chance, dass ich 95% habe. Wenn du daneben schlägst? Ja, trotz der 95% schlage ich ja daneben. So, was sind da oben noch? Lass mal schnell das. Ja, ist ja ein bisschen komisch drin. Das Spiel funktioniert. Ab 200% fängt man langsam an, die Gegner zu treffen. Entstickungsgas. Stolzer kann ich mir mit Gas auf. Bei Diablo 2 war es ja. 1 war es ja. Dass man 12.000% Trefferchance haben musste, bevor man es getroffen hat. Nee, dass du mehr Trefferchance haben konntest, auf jeden Fall. Ich habe ja auch noch irgendwie eine 10 oder 11%ige Chance, Crit zu machen. Oder ist es schon 12%? Ich weiß, was weiß ich. Also, ich treffe immer. Oder? Meistens. Ja, ich treffe irgendwie nie, aber ich behaupte immer, dass ich immer treffe. Wieder Untier. Oh! Oh! Ich habe das Gefühl, dass ich immer treffe. Der Boss haut gut rein, du. Aber ich kann stark, nicht noch mehr extra tragen. Schnell stand da auch bei dem. Was ist? Was stand da bei dem? Extra stark und extra schnell. Ich habe einen Ring. Plus 6 Max Ausdauer. Willst du den haben? Ja, gerne. Willst du einen Hut mit 13 Verteidigung haben und bessere Verteidigung? Ja. Liegt dir auf dem Boden, such ihn dir. Hab schon. Ich muss schon wieder Heiltränke aussortieren, ey. Okay, hat sich doch gelohnt. Ich hab schon wieder meine Rüstung geklaut, der Drecksack. Meine Rüstung. Ja, ich hab den getötet. Oh, ich hab ein Level abbekommen. Der Baum. Was für ein seltsamer Baum. Ich muss noch ein bisschen hoch. Deine Schriftrolle. Was sind das für eine Schriftrolle? Questlogbuch? Dann musst du das auch machen jetzt. Wieso ich? Ja, weil die Schriftrolle ist nur einmal. Hab die nicht gekriegt. Okay. Hey, 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 da ist was vom Monolithen drauf, oder? Ja, ja. Wir müssen jetzt zurückgehen, aber erstmal lass die Karten noch machen. Also erstmal einen Teleporter suchen. Ich habe keinen Bock danach nochmal hierher zu laufen. Ja, ja, eben. Da, erstens das und zweitens die Karte gleich wieder machen. So. Ich habe meinen Geschwindigkeitsboost nochmal geboostet. Teleporter. Jetzt habe ich 31% mehr Angriffsgeschwindigkeit und 34% mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Das Ganze hält jetzt 144 Sekunden. Ich muss halt immer noch 10 Mana. Läuft. Erhöht das auch die Angriffskraft? Nein, nur die Geschwindigkeit. Schade. Ja, es wäre glaube ich ein bisschen OP dann. Was ich gut fände. Also Angriffsgeschwindigkeit erhöht es ja. Ja, und Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, ist ja auch schon was. Weil sehr schnell reicht mir noch nicht, das ist mir noch zu langsam. Ich brauche extrem schnell oder absurd schnell. Oder du schlägst so schnell, dass du dreimal schlägst, wenn du einmal schlägst. Die leere Kiste hat sich gelohnt. Der gesamte Inhalt der Kiste gehört mir. Ist alles meins. Block mich nicht, Blocker Noob. Ah, da geht's weiter ins nächste Gebiet, nehme ich an. So weit ist so schnell. Ja, das Schwarzmoor. Der Dunkelwald.
Schwarzwurm machen wir. Oh, Ring. Nicht. Den Ring nehme ich mal mit. Was machen wir nicht? Das schwarze Moor machen wir noch nicht. Wieso nicht? Ich muss gleich alles machen. Los, rasch. Speed dran. Zu Diablo. Könnte man machen, ja. Wäre schade. Wie war das mit der Ninja-Fairy? Ich bin überladen. Kann ich irgendwie nicht mehr tragen, glaube ich. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ne. Oh, Ring mit Giftwiderstand. Willst du den haben? Ja, kannst du den Speer haben. Kann ich den tragen? Den kann ich sogar tragen, aber der ist Schrott. Ich habe dir einen Ring gegeben. Brauchst du den Speer? Ich habe Klingenwaffen. Brauche ich einen Speer? Hm, mal überlegen. Ja, ich baue mir eine neue Waffengattung. Die Klingenspeere. Das ist wie eine Klingenwaffe, nur dass Spornen vorne dran noch Speere stecken. Jetzt müssen wir hier in die Mitte durchlaufen. Ich mach das mal schnell. Du bist eh viel zu langsam. Hui, lauf. Lauf, Schlampe, lauf. Nein, meine Fähigkeit ist weg. So, jetzt sind wir da. Puh, das war knapp. Ich hab mich so langsam gefühlt. Wo war das? Warcraft 3 war das. Ups. Beim Addon gab es doch diese Bonus-Rollenspiel-Kampagne da. Du weißt, was ich meine. Und wenn man die Warcraft 3 im Addon. Da gab es doch diese Bonus-Kampagne als Rollenspielcharakter praktisch. Ich weiß nicht, ich habe Warcraft 3 nicht gespielt. Battlen wohl aber nicht gespielt haben, verstehst du? Ich habe nur die normale Kampagne mal gespielt. Ja, auf jeden Fall, da gab es so eine Bonuskampagne und wenn du das ungepatcht gespielt hast, konntest du dir total überpowerten Charakter zusammenbasteln. Oder bis zu einem gewissen Patchstand ging das. Da hast du dann irgendwie... Achso, meinst du das mit Arthas? Nee, das war im Addon, wo du diesen Typen da gespielt hast. Keine Ahnung, wie er hieß. Mein Namensgedächtnis ist viel zu gut, dass ich mir das merken könnte. Da konntest du halt irgendwie Verteidigung so 90% oder sowas hinbekommen und Angriffsgeschwindigkeit extrem schnell oder sowas. Mhm. War lustig, bis man es patchen musste. Um die weiteren Teile zu spielen. Ja, das hat es irgendwie schon mal erwähnt, ich erinnere mich. Sude, wie du so, als wisst ihr, wovon er redet. Ja, das hast du, ich weiß genau. Ja, damals. Vom Krieg hast du mir das schon mal erzählt. Nein, wirklich. Ja, damals, wirklich, ne? Vor dem Krieg und so. Gut, dann gehe ich mal zurück. Ich hab bloß Warcraft 3 nicht so ausgiebig gespielt. Boah, Alter. Ist mir. Ah, ausgezeichnet. Wo Multiplayer hab ich öfter mal gespielt. Ich habe die dieser Schriftrolle entziffert. Ihr müsst die Monolithe finden und in der Reihenfolge berühren, die ich aufgeschrieben habe. Ah, ich muss einen Monolithen berühren. Andere Gegenstände nicht möglich. Gott. Ich habe hier 2 Milliarden Steine im Inventar. Ich hab. Wow, die Schlüssel bringen ja fast gar kein Geld. Gut, Questlogbuch. Voll der Steine habe ich gar nicht. Was? Bei dem Wegpunkt bei Feld der Steine habe ich gar nicht. Hä? Was machst du schon wieder? Am Teleporter. Wieso hast du den nicht? Bin ich wohl nicht raufgelaufen. Vielleicht hast du deswegen keine Schriftrolle bekommen. Die Schriftrolle gab es dann im Dunkelwald. Egal, ich geh mal zum Monolithen. Feld der Steine. Machst du mir ein Portal da? Boah, eher jetzt wieder. Weißt du, was so ein Portal kostet? Hallo? Ich hab nur 10 Stadtportale. Ja, reicht doch. Muss ich nur eins machen. So, wie muss ich denn die jetzt anfassen? Natürlich geht das erst jetzt, weil...
Fuhren, weiß ich, Deckard kennen. Ich hab ein Portal geöffnet. Kommst du? Ja, warte doch mal, ich muss auch mal. Hallo, weg. Komm schon. Ich hab zu viel Speed genommen. Ich muss erst verkaufen, hallo. Hast du eh nichts zu verkaufen? Ich geh schon mal nach Tristram. Jetzt Tristram. Tristram. Erstes Opfer von Diablos Zorn. Wieso hast du die Quests nicht? Doch, ich hab die Quests, ja. Suchen und retten Sie Deckard Cain. Ja, das hab ich auch. Skelett Bogenschütze. Tot. Der nächste, komm schon, tot. Stirb, stirb. Schneller, es muss schneller gehen. Ich brauch mehr Speed. Wo ist jetzt hier das Ding? Ist nicht zu übersehen, das Portal. Ach, direkt daneben. Jetzt hab ich das auch. Und du bist jetzt da oben hoch, okay. Ich bin definitiv nicht in dieses rote Portal gelaufen. Garantiert nicht. Schneller, komm schon, wir haben keine Zeit. Wir müssen alle sterben. Wir müssen vor Mitternacht wieder zu Hause sein, bevor sie unsere Kutsche zurück in den Kürbis verwandelt. Wo habe ich den Heiltank jetzt gezogen? Das war komplett unnötig. Hey, leichte Armbrust. Lass ich dir. Warum eiert der überhaupt noch rum? Fade Kane? Ja. Ich glaube, der ist gefallen. Was zur Hölle? Die entziehen mir meinen Mana. Und warum ist der Heiltrank jetzt da hinten gedroppt? Der Mana-Trank. Ein halbes Kilometer weggedroppt. Boah, 24. Hier, schenke ich dir. Ja. Das war jetzt Schrott. Das hebe ich mal auf. Ich hab da so einen Gegner. Ja, wo? Wo ist hier ein Gegner? Ich hab gesagt, heute gibt's einen Gegner. Warum lügst du mich an? Das ist so ein Gegner. Kappe des Lichts ist so lieber Scheiß, deswegen habe ich sie weggeworfen. Bogenschütze. Das kann der Gegner nicht. Lass mich mal durch hier. So, gab's hier nicht das geheime Q-Level oder sowas? Ja, das gab's hier. Müssen wir das auch machen? Champion Nachtclan. Mach nicht alleine. Ich kann das gerne machen. Ich muss ja nur mal gucken. Ah, fuck! Oh, er ist mal gestorben. Ja, weil mir keiner hilft, weil ich wieder mal ganz allein unterwegs war. Und wieso werden die Heiltränke nicht nachgefüllt? Was soll denn der unten? Hallo, müsste da nicht eine zweite Reihe sein? Wieso habe ich keine zweite Reihe mehr? Ach, meine Ausrüstung ist weg, natürlich. Und die liegt hier. Fass die ja nicht an. Wenn da irgendwas fehlt, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich die aufheben kann. Fass sie nicht an. Wenn da was fehlt, ich töte dich. Ich will die eh nicht haben. Ja, weil sie toll ist. So, du hast die Gegner da schon. Wieso sind da immer noch Gegner? Ja, hallo. Was machst du denn? Du hast ihn noch nicht getötet. Ich hab den Champion Veteran Elite Boss doch schon getötet. Mann, du bist ja noch nicht tot. Boah, man lässt sich 2 Sekunden alleine und dann ist der Gegner wieder da. Wo ist er denn? Der ist tot, ich hab ihn getötet. Halt, das ist falsch. Oh, das ist Gold. Cool. Ja, die 350, die da rumliegen, lohnt doch eh nicht. Nö, 6000. Was? Die gehören mir. Schuldest mir eh noch Geld aus Diablo 1. Ich hätte gerne meine 100.000 aus Diablo 1 dann mal. Wie viel Gold hast denn du? 3600. Ja, reicht doch. Ich hab jetzt 9000. Cain geht zum Lager der Jägerinnen. Hätte mir jemand geholfen, wäre das viel besser gegangen, aber nö. Ich muss ja wieder alles alleine machen, weil der Film über weiß, worum eiert. Hey, noch ein Boss. Natürlich schnell mal. Jetzt droppt mir schon wieder so einen leichten Dreck, will keiner haben. Dafür habe ich eine Rüstung in Verteidigung 24 jetzt. Und die andere Rüstung verkaufe ich einfach. Ach ja, du schuldest mir übrigens noch Geld. Ich finde das. Kann man das Portal unmöglich schließen? Nein, schade. Ich hatte gehofft, ich kann dich da einschließen, aber. Es geht leider nicht. Hä, wieso ist das Portal jetzt noch offen? Achso, weil ich noch nicht zurückgegangen bin.
Gut. Lass mich nicht einschießen. Ihr habt euer Leben riskiert. Außerdem ist hier noch ein Schnauze. Dafür danken wir euch. Wir müssen unverzüglich seinen Rat suchen. Ich habe irgendwas, glaube ich, bekommen. Ich weiß noch nicht was. Kann man die entzocken? Achso, glitzernder Ring. Ja, verkaufe ich für 900. Ob Delfino den haben will, frage ich gar nicht mehr. So, wo ist denn jetzt Kane? Da unten ist der. In der Heilung. Wo ist denn der Penner jetzt? Da drüben, aha. Komm her. Als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich Gegenstände unentgeltlich für euch identifizieren. Das ist alles. Bedauerlicherweise konnte ich nichts tun, um das Unglück zu verhindern, das Tristram verheert hat. Es scheint, als wären unsere schlimmsten Befürchtungen wahr geworden. Diablo, der Herr des Schreckens, wurde wieder in der Welt entfesselt. Wie ihr wisst, wurde Diablo vor einiger Zeit unter Tristram besiegt. Und als unser Held triumphierend aus dem Labyrinth unter der Stadt zurückkehrte, feierte er ein großes Fest, das mehrere Tage dauerte. Doch im Laufe der Wochen wurde unser Held immer wunderlicher. Er hielt sich von den anderen Stadtbewohnern fern und schien Anfälle finsterer Niedergeschlagenheit zu erleben. Ich dachte, möglicherweise wäre seine Prüfung so schlimm gewesen, dass er sie nicht vergessen konnte. Der Held schien mit jedem Tag, der verging, zerrissener zu sein. Ich erinnere mich, er erwachte viele Male schreiend in der Nacht und brüllte stets etwas vom Osten. Eines Tages verschwand er einfach. Und wenig später wurde Tristram von Legionen grässlicher Dämonen angegriffen. Viele wurden abgeschlachtet und die Dämonen ließen mich zum Sterben in diesem verfluchten Käfig liegen. Heute glaube ich, dass Tristrams Held der dunkle Wanderer war, der diesen Weg nahm, bevor das Kloster fiel. Und ich fürchte noch Schlimmeres, mein Freund. Ich fürchte, dass Diablo von dem Helden Besitz ergriffen hatte, der ihn besiegen sollte. Wenn das stimmt, wird Diablo mächtiger werden als jemals zuvor. Ihr müsst ihn aufhalten, sonst ist alles verloren. Schnell rein und schnell wieder raus. Einen anderen Rat kann ich euch nicht geben. Als Zeichen meiner Dankbarkeit. Bedauerlicherweise konnte ich nichts tun, um das Unglück zu verhindern, das Tristram verheert hat. Es scheint, als wären unsere schlimmsten Befürchtungen wahr geworden. Diablo, der Herr des Schreckens, wurde wieder in der Welt entfesselt. Wie ihr wisst, wurde Diablo vor einiger Zeit. Guten Abend. So, bla bla. Guten Abend. Erneuern. Oh, wir können Apaya wiederbeleben für 30 Gold. Cool. Das wäre jetzt zum nächsten Problem. Gut, erstmal hier. 28 Schaden an Untoten? Nee, das ist Rüstung. Na, rein und schnell wieder raus. Ja, ja. Also Geschicklichkeit 10 zum Mana, 3 zur Stärke. So. Ja. Was hat die denn so Schönes? Machen wir bloß 20 zu Angriffswert. Stehst mir im Weg, du fettes Ding. Was kann ich für euch tun? Shot, shot, shot. 5 bis 10. Ja. Dies ist Müll. Das ist auch Müll. Nur Müll. Gut. Hier. Was ist das da? Hä? Was? Wo hast du das Quest jetzt her? Von ihr. Das Kloster kann selbst diejenigen verwirren, die es in- und auswendig kennen. Seht euch vor. Hm. Okay, Wayne. Hui. Ich bin so langsam. Hui. Seid gegrüßt. Handeln, was hat denn der noch so? Waffen. Schrott, das ist 5 bis 10. Ah, das ist auch Müll. Ein paar Stiefel vielleicht. Hm. Nee.
ist es auch Mühl. Mühl ist das, der Mühler. Ja, was? Verteilung 32. Nee. Jo, von mir aus können wir weiter. Ich gucke gerade noch, ob der was Gutes im Angebot hat, aber. Nee, das ist alles Mühl. Ja, so. So. Kann ich mich auch schnell teleportieren? Ab so, ab Dunkelwald. Und weiter geht's. So, wo bleibst denn du?